Die verborgene und dunkle Seite des britischen Königshauses. Die Krönung von König Charles in England ist von einem großen Ritual geprägt. Ein Beispiel dafür sind die Gerüchte. Lady Di. Von vielen Menschen waren der Meinung, dass das Königshaus auf irgendeine Weise involviert war. Auch die dunklen Freundschaften und vertuschten Skandale einiger Mitglieder der königlichen Familie. Ein weiteres merkwürdiges Ereignis war, dass seit der Beerdigung der Königin von England am 19. September 2022 bis zur Krönung am 6. Mai 2023 genau 6 Monate, 6 Wochen und 6 Tage vergangen sind. Oh shit, das ist die miese Recherche, meine lieben Freunde. Ein viel diskutierter Aspekt der Krönung war die unheimliche Figur, die durch das Tor ging. Einige deuteten dies als Zeichen des Unglücks oder des Todes. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hassen uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, meine lieben Freunde. Ich liebe euch alle. Lasst dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Danke für die schönen und süßen Feedbacks immer in den Kommentaren. Das erfüllt mich echt und motiviert mich auch weiter am Ball zu bleiben. Deswegen schreibt doch jetzt wieder was Schönes unten in die Kommentare rein. Und zwar gehen wir in ein nächstes Video rein, welches heißt die verborgene und dunkle Seite des britischen Königshauses. Das ist mal wieder ein Video von Verborgene Geheimnisse TV. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Ich habe schon hier und da immer mal wieder was gehört über das britische Königshaus, dass die auch in dubiosen Sachen involviert sind. Und deswegen bin ich gespannt, was hier erzählt wird. Liebe geht raus, wie gesagt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Let's go. Die Krönung von König Charles in England ist von einem großen Ritual geprägt, an dem nicht nur Könige, sondern auch Diener, Lakaien, Gäste und sogar Zuschauer teilnehmen. Das britische Königshaus gehört zu den wichtigsten und mächtigsten in Europa und seine Rituale haben eine lange Tradition, die Wie lange gibt's die eigentlich schon? Das wird bestimmt aufgeklärt hier, ne? In die Vergangenheit zurückreicht. Aber nicht nur bei der Krönung finden Rituale statt. Wir sollten uns dann erinnern, dass Königin Elisabeth im Jahr 1946 in einem alten Druidenritual eingeweiht wurde. Druiden? Was sind Druiden, Bro? Wird erzählt, dass die alten Druiden in der Lage waren, durch bestimmte Rituale mit den Göttern zu kommunizieren, bei dem sie manchmal Tieropfer oder sogar Menschenopfer einbezogen. Mit dem Aufkommen des Christentums verloren die Druiden an Einfluss, obwohl viele weiterhin ihre Zeremonien praktizierten. Früher wurden die Druiden als magische Wesen angesehen, die angeblich die Zukunft vorhersagen konnten. Wo kommen die denn her, Digga, Druiden? Die Druiden waren eine kultische und geistige Elite in der keltischen Gesellschaft und Mythologie. Aha, Kelten, aha. Sie gelten als wichtigste Person des Kultpersonals der keltischen Religion. Sie haben die Pflicht, das Wissen zu beschützen und zu wahren, denn die Kelten hatten keine Schrift. Ah, okay. Interessant, Bro. Sie waren Irland, sagt einer. Priester, Richter, Anwälte und religiöse Führer, die Europa beherrschten und kontrollierten. Heutzutage sind sie nicht verschwunden. Viele von ihnen haben sogar bis in die USA überlebt. Es wird gesagt, dass die Druiden Träger eines Zauberstabes waren, der aus Stechpalmholz gefertigt war. Mit diesem Zauberstab sollen sie angeblich Menschen hypnotisieren und Ereignisse beeinflussen können. Heutzutage wird angenommen, dass sie keine Menschenopfer mehr bringen und sie behaupten, im Einklang mit der Natur zu stehen. Kann man sagen, dass das auch so quasi antike zivilisationenmäßige JungsInnen waren, wie zum Beispiel Mayas und sowas? Nur in Europa? Wahr, dass es um die königliche Familie herum immer viele Geheimhaltung gegeben hat und sie auch mit einer Vielzahl negativer Gerüchte konfrontiert wurde, die das Ansehen der Krone untergraben haben. Ein Beispiel dafür sind die Gerüchte, die nach dem Unfall von Lady Diana aufkamen. Viele Menschen waren der Meinung, dass das Königshaus auf irgendeine Weise involviert war, was dazu führte,
dass sie viele Anhänger verloren haben. Diana war beim Volk sehr beliebt. Da gibt's einige Theorien, ne, über den Tod von Lady Diana. Es war auf jeden Fall ein Spektakel, ich kann mich damals noch dran erinnern. Es war schon auch emotionale Geschichte. War schon ähnlich auch so wie 9-11 und so, ne? Die haben echt viele Menschen auf der ganzen Welt gemocht, diese Prinzessin Diana. Weil die halt auch so das Fußvolk quasi repräsentiert hat in dieser ganzen Nummer so, ne? Das war ja eine normale, das war ja keine mit Königsblut oder so, sondern ein normales Mädchen. Das war auf jeden Fall eine traurige Sache damals. Ich glaube, meine Mutter hat das sehr krass mitgenommen damals sogar. Ich war noch klein. Da müsste man sich auch mal, da könnte man sich auch mal ein Video zu reinziehen. Gibt es bestimmt auch ein Video zu, oder? Prinzessin Diana? Auch die dunklen Freundschaften und vertuschten Skandale einiger Mitglieder der königlichen Familie haben dazu geführt, dass viele Menschen aufgehört haben, die Monarchie zu unterstützen. Dadurch ist die Zahl der Menschen, die diesen Figuren weltweit Applaus spenden, enorm gesunken. Natürlich bemühen sie sich, der Öffentlichkeit ein untadeliges Bild zu präsentieren und haben sogar viele Journalisten zum Schweigen gebracht. Denn die wahre Geschichte über die königliche Familie bleibt hinter den Mauern des Buckingham Palace verborgen. Als ob das nicht genug wäre, prognostiziert Mario Reading, Autor des Buches Nostradamus, die vollständigen Prophezeiungen für die Zukunft, anhand einer der Vierzeiler des großen Propheten eine düstere Zukunft für König Charles. Dieser Autor wurde bekannt, als er das genaue Datum des Todes von Königin Elisabeth II. Vorhersagte, was zu einem Anstieg der Buchverkäufe führte. In seinem Buch beschreibt Reading ausführlich, dass Prinz Charles im Jahr 2022, wenn er den Thron besteigt und 74 Jahre alt wird, immer noch mit den Ressentiments einer bestimmten Bevölkerungsgruppe in Großbritannien konfrontiert ist, die aufgrund seiner Scheidung von Prinzessin Diana bestehen. Darüber hinaus interpretiert er in seinem Werk auch eine der Vierzeiler von Nostradamus, in der der Aufstieg zum Thron erwähnt wird. Ein Mann, der niemals erwartete, König zu werden, wird den Thron besteigen. Reading suggerierte: Wie war das? Prinz Charles, Digga. Wer ist das nochmal? Ist es der Mann? Das war nicht der Mann von Elisabeth, ne? Wer ist denn das? Wer ist das nochmal? Dass die Regentschaft von Charles kurz sein würde und dass möglicherweise Prinz Harry anstelle von... Ah, Charles war mit Diana zusammen, ne? Sohn. Der war mit Diana, oder? Ah ja, okay. Der eine von seinen Kids ist doch mit dieser einen Schauspielerin zusammen, die bei Suits mitspielt, ne? Die auch half black ist. Crazy. Habe ich letztens mitbekommen, am Rande irgendwo. Prinz William sein Nachfolger sein könnte. Es ist eine Tatsache, dass die Krönung von König Charles nicht ohne Kontroversen verlief. Während der Zeremonie fanden seltsame Rituale und verwirrende Ereignisse statt, die viel Aufmerksamkeit erregten. Ein Beispiel dafür sind die seltsamen Zufälle, die auftraten. Die Krönung fand statt, als die Sterne anzeigten, dass es der richtige Zeitpunkt war. Einen Tag vor der Krönung ereignete sich eine Mondfinsternis. Astrologisch bedeutet dies, dass eine neue Phase in allen Bereichen der Krone beginnt. Ein weiteres merkwürdiges Ereignis war, dass seit der Beerdigung der Königin von England am 19. September 2022 bis zur Krönung am 6. Mai 2023 genau 6 Monate, 6 Wochen und 6 Tage vergangen sind. Oh shit, das ist die miese Recherche, meine lieben Freunde. Zufälligerweise 666, eine Zahl, die von der Elite häufig verwendet wird. Es scheint, dass das Datum der Krönung nicht zufällig gewählt wurde, sondern sorgfältig ausgesucht wurde. Interessanterweise wurden bei der Zeremonie 2 verschiedene Kutschen für den Transport der Monarchen verwendet. Eine vor der Krönung und eine nach der Krönung. Die Prozession des Königs vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey erfolgt in der Staatskutsche des Diamantjubiläums, die von 6 Pferden gezogen wird. Auf dem Rückweg nutzten die Monarchen die goldene Staatskutsche, die von 8 Pferden gezogen wird. Die Kutsche ist mit Blattgold überzogen und die Seiten sind mit bemalten Paneelen verziert. Auf dem Dach befinden sich 3 Cherubim und an jeder Ecke des Wagens ist ein Triton zu sehen, der die Meeresgötter repräsentiert.
Weitere unverzichtbare Elemente der Zeremonie sind die Kronen. Der König trägt zwei Kronen, die Krone von St. Edward, die aus massivem Gold mit Rubinen, Amethysten, Saphiren, Diamanten, Topasen und anderen Edelsteinen besetzt ist und ein Gewicht von etwa 2 Kilogramm hat. Darüber hinaus wird die Krone des kaiserlichen Staates verwendet, die mit 2868 Diamanten, 273 Perlen, 17 Saphiren, 11 Smaragden und 5 Rubinen verziert ist. Was ich auch weiß, ist, dass das Königshaus in England auch ganz viele Schätze geklaut hat aus Afrika und so. Und von ihren ganzen Kolonien halt, die haben ja voll viele Völker beraubt quasi und dann diese ganzen Schätze zu sich ins Königshaus gebracht und dann als ihre eigenen bezeichnet, auch Indien und so. Und dann gibt es noch das Juwel namens Rubin des Schwarzen Prinzen, das in Wirklichkeit kein Rubin, sondern ein großer roter Spinell ist. Er wurde als Beute des Schwarzen Prinzen nach England gebracht, nachdem er Peter dem Ersten von Kastilien, den Grausamen, geholfen hatte. Die Krone der Königin Maria, die von Königin Camilla getragen wurde, ist aus Silber gefertigt und mit 2200 Diamanten verziert. Darüber befinden sich 3 Cullinan-Diamanten. Im Zusammenhang mit den wertvollsten Diamanten, Koh-i-Noor und Cullinan, die 2 Kronen und ein Zepter schmücken, gibt es kontroverse Anschuldigungen des Diebstahls. Safe. Nach dem Tod der Königin Elisabeth II. Forderten die ehemaligen Kolonien, dass die Diamanten an ihre jeweiligen Herkunftsländer zurückgegeben werden. So. Sie behaupten, dass diese Juwelen von der königlichen Familie gestohlen wurden und nicht als Geschenke gegeben wurden, wie hundertprozentig wird. Also bin ich mir sicher. Genauso wie die Jungs innen da, die sind ja auch nach Amerika und haben da das indianische Volk ausgerottet und beraubt teilweise, weißt du? Das ist also ich bin davon überzeugt, dass die auch einiges an Schätzen und an Dingen mitgehen lassen haben. Weitere symbolträchtige Elemente der Krönung sind die 5 Schwerter, darunter das Staatsschwert und das mit Juwelen besetzte Opferschwert. Zusätzlich dazu gibt es auch noch den Reichsapfel, der die Macht des christlichen Glaubens symbolisiert, das Zepter, das die geistliche Macht repräsentiert, die Sporen, die Armreife, eine goldene Kugel mit einem Kreuz drauf. Das hat für mich nichts mit Glauben zu tun oder mit dem Guten so, weißt du, wie ich meine? So, was für christlichen Glauben repräsentiert, ich weiß nicht, Digga, ich fühle das gar nicht, Bro. Auch so auf materialistischen Dingen irgendeinen Glauben aufzubauen, so, das, Glaube ist das Gegenteil vom Materialismus, meiner Meinung nach. Wie die Herrschaft Jesu Christi über die Welt symbolisiert, sowie den königlichen Ring. Im Rahmen der Deswegen fühle ich den Vatikan zum Beispiel auch nicht so. Und ich fühle auch zum Beispiel nicht, dass man Kirchensteuer bezahlen muss und so eine Sachen, weißt du, wie ich meine? Also ich fühle diese ganze Kombination aus Glaube mit Geld, fühle ich einfach nicht. Ich finde, Glaube sollte nichts mit Geld zu tun haben. In der Zeremonie gibt es insgesamt 6 Rituale. Die Anerkennung, der Schwur, Salbung, Investitur, Intronisation und Huldigung. Von all diesen Ritualen ist die Salbung der heiligste Ritus, der von niemandem beobachtet werden durfte. Bei diesem Ritual bleibt der Monarch dem Publikum verborgen. Was passiert da bei der Salbung? Salbe den oder was? Zum Zweck werden Sichtwände mit einer Größe von 2,6 Metern mal 2,2 Metern aufgestellt, die mit Engelstickereien und einem Baum mit 56 Blättern verziert sind. Muss man doch nicht, wenn man aus der Kirche austritt. Ja, das ist schön und gut so. Auf jeden Fall. Aber dass es sowas gibt, finde ich irgendwie nicht geil. Also ich finde, keine Ahnung, Alter, das sollte jedem selbst überlassen sein. So ist ja in vielen Religionen auch Teil, dass man spenden soll, den 10. Teil abgeben soll, für was Gutes so. Mach ich gerne, weißt du? Aber doch keine Steuer. Außerdem wird der Thron von St. Edward oder der Königsthron verwendet, der eine Höhe von 2 Metern aufweist und unter dem Sitz den Stein des Schicksals beherbergt. Es wird behauptet, dass dieser Stein magische Kräfte verleiht. In der Vergangenheit wurde er den schottischen Königen gestohlen und als Kriegsbeute nach London gebracht. Später wurde er zurückgegeben, allerdings unter der Bedingung, dass er bei den Krönungszeremonien verwendet werden darf. Es wird angenommen,
dass es sich um denselben Stein handelt, den Jakob benutzte, um darauf zu schlafen, als Gott mit ihm kommunizierte. Während der Zeremonie salbt der Erzbischof von Canterbury die Hände, die Brust und die Stirn des Königs mit Öl. Diese Zeremonie hat ihren Ursprung in der Salbung des Königs Salomon. Das gesegnete Öl wird in einer goldenen Flasche namens Ampulla aufbewahrt, die die Form eines Adlers hat. Anschließend wird es in den Krönungslöffel gegossen. Komische Rituale, ne? Sag ich dir so, wie es ist. Also da fühle ich die Sachen, die zum Beispiel, die ich hier schon teilweise mal beobachtet habe, was so alte Mayas machen und so, mit Natur verbunden. Und da geht es nicht um Gold und um irgendwelche Statussymbole oder irgendwas zu präsentieren, so, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass es um Spirit geht, um Spiritualität, um Verbindung mit der Erde, um Verbindung mit der Welt, Verbindung mit allen Menschen und den Tieren und so. Ich finde, das ist so, was hat das jetzt, weiß ich nicht, ja. Also, I don't know. Vielleicht denke ich auch nur so, aber ich weiß nicht, das aus vergoldetem Silber und Splittern von Jesuskreuz besteht. In dieser besonderen Situation wurde das Salböl, auch Krisam genannt, aus Oliven, die auf dem Ölberg in Jerusalem geerntet wurden, verwendet. Es wurde mit ätherischen Ölen wie Sesam, Rose, Jasmin, Zimt, Neroli, Benzoin, Bernstein und Orangenblüte parfümiert. Anders als in der Vergangenheit Geil, Digga, Vogel, in man, Alter, ein gelber Vogel, Bro. Sup, man? Wie sind da, mein Jutster? Das Öl für die Salbung keine tierischen Produkte mehr. Die traditionelle Formel, die aus den Innereien des Pottwals und den Analdrüsen der Zibetkatze. Was? Nein! Formel, die aus den Innereien des Pottwals und den Analdrüsen der Zibetkatze. Analdrüsen nicht out, man, Alter! Eine Wildkatzenart gewonnen wurde nicht verwendet. Das Salböl wird im Buch Exodus der Bibel erwähnt. Ein viel diskutierter Aspekt der Krönung war die unheimliche Figur, die durch das Tor ging. Einige deuteten dies als Zeichen des Unglücks oder des Todes. Es wurde jedoch später bekannt gegeben, dass es sich um einen Sakristan handelte. Bruder, das sieht aus wie der Sensenmann, yo. Dennoch bleibt seine Bekleidung als Sakristan ziemlich unheimlich. Das ist schon, also es ist schon sehr mystisch hier, diese Rituale. Ich krieg da jetzt nicht die positivsten Vibes, wenn ich ehrlich bin. Mit der düsteren Musik. Aber wer bin ich schon? Die für die Gelegenheit gewählt wurde, hat diese Krönung viel Aufsehen erregt. Düstere Musik? Aber offensichtlich sind die Rituale des Mittelalters, Paktabschlüsse mit Gott weiß wem, für alle sichtbar. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir in einer Zeit des Wandels leben, in der dunkle Geheimnisse ans Licht kommen und viele Menschen beginnen zu erkennen, wer die Realität, in der wir leben, kontrolliert. Crazy shit, ich schwör's dir, Bro, I don't know. Man hat, also ich hab da hier mal Dinge erfahren, die ich so nicht wusste. War interessant auf jeden Fall. So, Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Ich küsse euer Herz, eure Gedanken dazu natürlich wie immer unten in die Kommentare rein. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mua, Gang.